Steph isst und trinkt und macht sogar in die Windel. Ich liebe dich, Babe. Ich liebe dich, Baby. Ich brauche 2 für Trockenbau. Ich bin Jonathan Besitzer. Mit meinem Bruder Drew Besitzer kann ich den besten Besitz samt Baugenehmigungen besorgen und das zu besten Bedingungen. Basta! Ich bin Drew und eigentlich heißen wir mit Nachnamen Scott. Die Besitzerbrüder. Ich will ein Landhaus mit guter schulischer Infrastruktur. Ich bin auf der Suche nach Baugrund am St. Andreasgraben. Ich habe vor, ihn zur Strandlage zu machen, indem ich meine Interkontinentalrakete starte und ein Mega-Erdbeben auslöse, das Kalifornien absaufen lässt. Schulen sind natürlich auch wichtig. Ist renovierungsbedürftig, aber es hat die 3 Schlafzimmer und 2 Bäder, die ihr haben wolltet. Oh mein Gott, ich liebe es! Ich habe mir ja was Größeres vorgestellt. Ein Schloss zum Beispiel mit Statuen von Löwen und nackten Frauen. Ah, Lex und Eve sind sich nicht ganz einig, aber er stimmt sicher eine andere Melodie an, wenn er die Überraschung sieht. Der San Andreas Graben verläuft tatsächlich genau hinterm Haus. Schon gekauft und alle anderen Häuser im Block auch. Boom, Provisionen, High Five! Frosche, erst wenn wir mit unserem Bentley losbrausen. Hab's nicht leicht mit ihm. Keine Beleidigungen, bitte. Seit einem Monat sind Lex und Eve stolze Hausbesitzer. Gehen wir mal rein und sehen, wie es ihnen geht. So richtig geklappt hat es nicht mit mir und Mrs. Tessmacher. Oder mit mir und der Rakete. Oder mir und der Ermordung Supermans. Die angenehme Seite, heute gibt's Kroketten in der Cafeteria. Die weniger angenehme Seite, jetzt sind diese Brüder die Besitzer von mir.